Hey Leute, ich bin's, Mac Peverick. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Benzinrasenmäher starten könnt. Ja, vielleicht seid ihr Gartenanfänger und mäht zum ersten Mal den Rasen. So, hier habt ihr erstmal einen Knopf. Ja, hier drückt ihr zweimal erstmal drauf. Der bewirkt nämlich, dass ihr Benzin in den ganzen Kreislauf reinpumpt. Ganz wichtig dazu ist natürlich auch, dass Kraftstoff hier oben eingefüllt worden ist. Und wichtig ist auch, dass ihr Motoröl auf dem Benzinrasenmäher habt. Gegebenenfalls solltet ihr das nochmal überprüfen. Wie man ein Rasenmäher richtig überprüft, das habe ich euch hier oben einmal verlinkt, in dem Infostreifen da. Da könnt ihr nachschauen. Das ist nämlich ganz wichtig, bevor man so ein Ding betreibt, muss der natürlich auch betriebsbereit sein. Wenn das alles gegeben ist, dann haben wir hier einmal den Gaszug und hier haben wir die Schnur. So, wie betätigen wir das Ganze jetzt? Wir gehen jetzt bei, betätigen den Gaszug und ziehen jetzt hier an der Rasenmäherschnur. Ja, und schon läuft der Rasenmäher. Lasse ich hier los, geht er wieder entsprechend aus. Wenn der Rasenmäher jetzt nicht gestartet haben sollte, dann müsst ihr mal eine kleine Checkliste durchführen. Die habe ich euch hier einmal verlinkt. Da könnt ihr sehen, woran es liegt, wenn der Rasenmäher nicht startet. Aber das war der Startvorgang. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Peverick.